Ajo, was geht von der Eikampfstadt für euch? Herzlich willkommen zur dritten Folge von Let's Play Until Dawn. Das letzte Mal sind wir hier mit der guten alten Ashley stehen geblieben und es geht weiter im Kontext. Es geht weiter. Jessica wurde von diesem Vieh entführt. Es gibt eine Möglichkeit, sie zu retten. Und zwar müssen wir, für die Leute, die es nicht wissen, Mike muss dann halt sozusagen die ganzen Wege durchgehen und man muss immer den schnellsten Weg nehmen und man muss jedes Dingens packen, also jedes Quicktime-Event und schafft man's. Wenn man's verkackt, verkackt man's. Und das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, so. Dass wir sie retten können? Ach du Scheiße. What the fuck, Digga, was war das? Alles okay? Ich glaub schon. Da! Was? Da war etwas hinter den Büchern. Was ist das? Ist das ein Knopf? Wozu sollte da ein Knopf sein? Sehr gute Frage. Soll ich draufdrücken? Dazu sind Knöpfe da, schätze ich. Ach, geil. Dazu sind Knöpfe da, so ein Spaß. Einfach Ehrenmann. Kopf explodiert. Sind wir hier in einem Film oder sowas? Falls ja, hoffe ich auf eine Komödie. Typisch für die Washington, sogar mit Geheimgängen im Haus. Vielleicht wussten sie nichts davon. Das Haus ist super alt. Und sollen wir reingehen? Ja, wieso nicht? Okay, jetzt sind wir Chris. Na gut. Ja, wir wechseln die Charaktere wie die Unterhosen im Spiel, Alter. Hier ist eine Kamera. Oh, Beth und Dings. Wow. Was? Wow, ist das? Ja? Ich werde sie holen und wie Schweine ausbluten lassen und ihnen die weiche, weiße Haut abziehen. 16 beschissene Jahre. 16 Jahre habe ich auf die beiden süßen Hannah und Beth gewartet. Holy shit, bruh. Wer war das? Beschützend. Hier ist nichts. Schau dir das an. Scheiß drauf, Digga. Wir sagen dir gar nichts. Ach nein, hier gibt's nicht viel zu sehen. Hast du überall gesucht? Gehorchen wir jetzt ernsthaft einem Hexen? Aber es hieß die Bibliothek. Mensch, es ist nichts hier. Suchen wir einfach George, okay? Oh Gott. Status-Update, gut, ehrlich gesagt, geht natürlich ein bisschen weiter runter, glaube ich, ne? Genau. Aber dafür... Ja, Digga, komm, ich will sie nicht beunruhigen, weißt du, jetzt... Das ist das Ding, Ehrlichkeit ist nicht immer gut. Man muss wirklich Empathie haben. Manchmal ist es wichtig, also bei großen Sachen ist es sehr wichtig, die Wahrheit zu sagen. Aber bei so kleinen Sachen, wo man weiß, wenn man jetzt irgendetwas sagt, dass man einen Mann verletzt, sollte man es nicht machen. Das ist halt immer Ansichtssache, wie man sowas findet oder nicht. Aber ich würde euch empfehlen, das so zu machen. Weil damit könnt ihr euch sehr, sehr viel Ärger sparen. Sehr, sehr viel Ärger könnt ihr euch sparen. Also, ich habe über was nachgedacht, was Sam und ich gesehen haben. Was? Da war so ein Steckbrief. Wie in den alten Westernfilmen, weißt du? Und? Und Sam war überzeugt, dass hier irgendjemand gefolgt ist. Also, willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Naja, nein, ich sag ja nicht... Dass es so ist, aber ich meine, möglich wäre es. Was? Okay, alles ist möglich. Halt, einfach die Augen offen, okay? Wenn du etwas siehst, sag Bescheid. Oh. Nicht gut. Hörst du das? Das war Josh. Das kam aus der Küche. Josh! Josh, willkommen. Oha, Digga. Ashley! Die wurde reingezogen wie sonst was. Mach die Scheiße auf! Mach die Wichse auf, Junge! Oh, Scheiße! Holy shit, bruh! Der Hurensohn! Digga, der nimmt die mit, als wäre die ein Sack Honig, Alter. Sack Kartoffeln, meine ich. Sack Honig, Alter. Sack Honig, man kennt's. Okay, der macht Kerzen an, weshalb? Ich weiß natürlich, was es ist, aber ich verrate gar nichts. Oh, scheiße, eine Vogelscheuche. Blut.
Ja, das komplette Büro verändert. Digga, ich weiß nicht, was der will. Du alter Schwarztee. Ich zeige dir jetzt ein paar Bilder von Menschen, die du ganz gut kennst. Zeige her. Ah, Sam und Josh, okay. Ah, okay, ich verstehe. Aber möglicherweise magst du sie nicht so gern, wie du vorgibst. So, das ist eine Übung in Ehrlichkeit. Sag mir, welche Person du jeweils am meisten magst. Lass dir Zeit. Die Antworten sind von Bedeutung. Na gut, also. Also. Sam ist definitiv diejenige, die ich mit Abstand am ganzen habe, einfach weil die zum einen die, keine Ahnung, die coolste ist. Und zum anderen ich die Schauspielerin, die dahinter ist, sehr cool finde. Allgemein, ich bin ein großer, riesiger Klitschko-Fan. Und allgemein, ich weiß nicht, die ist mir am sympathischsten und am süßesten. Also ich finde die auf jeden Fall am attraktivsten und also wenn ich mich entscheiden müsste, mit wem ich jetzt 24 Stunden chillen müsste, dann wäre das auf jeden Fall sie. Matt auf jeden Fall. Emily ist ein Hurensohn. Okay, das ist schwer. Chris oder Ashley? Ich mag beide sehr gern. Ich weiß nicht, Digga. Das ist schwer. Ashley ist auch voll die Süße und eigentlich voll die Liebe. Chris aber auch mehr korrekt. Chris. Aber jedem das seine. Da auf jeden Fall Mike. Auch wenn er auch ein Schwanzlutscher ist, aber Mike ist irgendwie, keine Ahnung. Okay. Ja, im Vergleich dazu mag ich auf jeden Fall Josh lieber. Weil Emily, die ist wirklich, ne. Jessica oder Ashley? Auf jeden Fall Ashley. Jessica ist halt so eine typische Zicke, Ashley ist eine Liebe. Den Typen habe ich übel gefeiert, den Prison Break. Bei diesem Spiel, das du so beflissen verfolgst, wen kannst du da am wenigsten leiden? Ich mag Emily nicht, ich mag Jack. Gut, Jessica, Emily ist also die, die ich gar nicht aufstehen kann. Ein bisschen biestig für dich, nicht wahr? Oft wird mangelndes Selbstvertrauen überspielt mit einem Übermaß davon. Denk drüber nach. Klingt das nicht ein bisschen nach dir? Nö, wieso? Ich sehe gerade, die Zeit ist auch schon um. Wir sehen uns bald wieder. Na gut. Was bisher geschah? Festhalten! Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Offenbar warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts in Blackwood Pines und behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. S. I. S. T. Schwester? Frag, wessen Schwester? Josh, das ist bestimmt... Welche Schwester ist es denn? Ah! Lauf! Oh mein Gott! Hush! Hey. Patz! Das war ein heftiger Schlag ins Gesicht. Komm her. Vielleicht habe ich ja auch ein Händchen für dich. Oh, ekelhaft. Status-Update, Loyalität. 7 Stunden bis zum Morgengrauen. So, jetzt muss ich mich anstrengen. Mike, bitte. So. Wir müssen immer den schnellsten Weg nehmen. So, Abkürzung riskieren. So, vorsichtig jetzt. Ganz vorsichtig einfach konzentrieren. Sehr schön.
Jessica! Nicht zu viel nachdenken, einfach reagieren. Oh Scheiße, Digga. Jess! Nein! Abkürzung. Ich rede jetzt gar nicht, konzentriere mich jetzt einfach. Scheiße, wir haben es verkackt. Wir haben es verkackt. Was ist denn, Mama? Ah, deshalb habe ich verkackt, weil du nervst! Och, Mann, Mama! Das war gerade wichtig, warum platzt du jetzt rein? Ach, mein Gott, ey. So, neuer Versuch. Versuch Nummer 2. Gott sei Dank hat es nicht gespeichert. Kannst du direkt nochmal probieren, Digga? Ey, meine Mutter, ich schwöre, ich klatsch dir, Alter. Jedes Mal der gleiche Scheiß. Ich fick meine Anane. Pa! Alter, da könnte ich mich schon wieder aufregen, Mann. Könnte ich mich schon wieder aufregen. Egal, komm mal die Fresse. So, Abkürzung des Gehirns, natürlich. Na komm. Ach du Scheiße. So, nochmal die Wichse. Komm, Mike, mache. Ich glaube, wir haben wieder was falsch gemacht. Ich hätte eigentlich Quicktime-Events machen müssen. Oder haben wir wieder was falsch gemacht? Ich glaube, wir haben es falsch gemacht. Ich glaube, wir haben es verkackt. Jessica, ich komme! Ich komme! Haben wir es verkackt? Ich glaube schon. Ich glaube, wir haben es verkackt. Jessica! Renn doch, Habibi. Nein.
Wir sind da. Ja, wir haben es verkackt, oder? Wir haben es verkackt. Ach, fick die Wand an. Nee, sie lebt noch, oder? Lebt sie noch? Sie lebt noch, oh mein Gott, jawohl, Digga, yes! Ich kann aber nachräumen. Bitte, leb noch, bitte, bitte. Nein. Ach nee. Was zur Hölle? Ja gut, muss nichts bedeuten. Normalerweise wäre Kiefer aufgeschlitzt. Im Normalfall. Aber die ist ja nicht tot. Weißt du, ich meine? Die ist ja nicht tot, also die lebt ja noch. Normalerweise wäre Kiefer ja komplett offen. Vorsichtig, Mike. Vorsichtig, Mikey. Der Uhrensohn. Geil, du musst durchladen, du und so. Komm schon, du blöder Schrott. Egal. Scheiße, ich muss es schaffen. Nice. Aber ich hoffe, es hat geklappt, Digga. Oh Gott. Scheiße. Was ist das für eine Bude? Okay, Dings hat's erwischt, aber er lebt noch. Aber ich hoffe, dass wir Jessica gerettet haben. Oh nein. Oh, scheiße, Digga. Ashley? Die Quick-Den-Event habe ich auch das erste Mal geschafft, hätte meine Mutter mich nicht gestört. Jedes Mal, wenn ich irgendwas mache, Digga, ich könnte ausrasten. Irgendein Witz, Digga. Das ist wirklich das Ekelhafteste, was es gibt, Digga, wenn man mich bei der Arbeit stört. Das ist so ekelhaft, wirklich. Das ist so widerlich. Das ist wie wenn ich reinplatze, wenn die bumsen. Das ist genauso dreckig, Digga. Pah, wie ich das hasse. Nee, das Mal muss ich sie anschreien. Oh, shit, nein. Niemand hat's da mies erwischt. Da hat jemanden ganz mies erwischt. Halleluja. Aber es war ein guter Outtick, Digga. Das kann man locker als Best-of-Reise benutzen. Hauptsache, ich glaube, wir haben es geschafft, weil normalerweise wäre ja Kiefer komplett offen. Und die war ja noch am Leben. Das war ja das Ding. Ashley? Ist jemand da, Ashley? Die war ja zwar verletzt, aber die war noch am Leben.
Oh Gott. Worauf ich mich am meisten freue, ist mit Dingen zu spielen, mit Madame Samantha. Darauf freue ich mich richtig. Hola, die Waldfee. Wir laufen, laufen, laufen und laufen, laufen, laufen. Wir laufen und laufen in den Tod hinein. Batz, 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 batz. Ashy, Ash, du weißt Bescheid. Ach, das sah aus wie ein Zweibeiner, Digga. Was ist das für eine Hütte, Digga? Ashinius, meine Liebe. Servus, moin, moin, servus, moin, servus, moin, 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 servus, moin. Holy shit! Gott, verdammt! Was ist denn das, Mann? Chris, bist du da? Hallo. Und danke, dass ihr alle gekommen seid. Heute führen wir ein kleines Experiment durch. Einen Test. Und für dieses Experiment brauchen wir die Mithilfe unserer beiden Testperson. Macht einen auf Jigsaw hier, oder was? Aber wir brauchen noch einen mutigen Teilnehmer, der entscheiden wird, welche Testperson überlebt und welche stirbt. Oh nein! Oh mein Gott, oh mein Gott, Chris! Hol uns hier raus! Lass mich sofort hier runter, du Psychopath! Bitte, bitte beruhigt euch alle. Es ist ganz einfach. Christopher, direkt vor dir befindet sich ein Hebel. Alles, was du tun musst, ist zu entscheiden, wen du retten willst. Oh, nein, bitte. Das kann nicht scheiße, wahr sein. Scheiße, scheiße, nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist nicht fair. Okay, 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 alles ist bald okay. Kacke, kacke, kacke. Alter, Kumpel. Oh mein Gott, denk lieber nach. Chris, einen Moment. Du lässt mich doch nicht sterben. Gib mir eine Sekunde, ich kann nicht denken. Warte mal, wen wir retten wollen. Ashley retten, Josh retten. Ashley, du musst nicht sterben, ich hol dich da raus! Oh. Danke, danke! Bitte nicht! Na komm, Bro. Das ist Wahnsinn! Das ist krank! Das will ich mir nur eintreten! Oh. Verstehe. Nein, Chris! Oh. Oh nein. Sorry, Bro. Nein, 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 nein. Oh. Ich dachte, wir sind... Ich dachte, wir sind Freunde! Sorry, sorry, sorry. Warum tust du das? Das ist Wahnsinn! Nein! Oh shit, Bro. Oh shit. Oh mein Gott, oh mein Gott, Chris! Hol uns hier raus! Boah! Ich hol dich da runter. Psst, hör auf, bitte. Komm, komm, los. Wir holen dich da runter. Komm, wir müssen hier raus. Scheiße, Digga. Psst, wir müssen weg, okay? Ja gut, er wird... Ja gut, ja gut, ja gut. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Ach, dann die zwei. Gut, wessen Blut ist das, Ash? Geht's dir gut? Chris, was ist passiert? Josh, was, Mann? Er ist tot. Direkt vor unseren Augen, Mann. Wovon redest du da? Ist ein Psychopath. Psychopath? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Aber ganz mies abhauen. Er hatte eine Säge und es hieß er oder Ash. Was sollte ich denn erst tun? Er hat ihn zersägt. Überall ist sein Blut durch die Gegend gespritzt. Was? Oh mein Gott, Chris, was? Ich hab ihn getötet. Ich, Chris, ich hab ihn getötet. Es war meine Schuld, Matt. Nein, nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Einfach durchgesetzt. Hey, wir werden die Sache klären, ich weiß nicht, Mann. Ich weiß. Matt, wir müssen sofort Hilfe holen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Chris, sie hat recht. Wer weiß, wer der Nächste ist.
Wir müssen hier weg. Ja, ja, das ist das einzig Vernünftige. Wir holen Hilfe. Du willst dich doch nur selbst retten. Nein, ich will bloß nichts übereilen. Na, ich will noch alle umbringen. Du bist du, du kleine Schlampe, Digga. Walla. Mit Matt, ja? Okay. Obwohl, der hat wirklich so ein bisschen einen dürren Arsch. Der hat so einen leichten Plattarsch. Ja, typisch Asiatin halt. Also was, wenn ich jetzt R1 drücke? Ah, dann ist nur der Dingens am Start. Oh. Wie sieht denn der aus? Die Kettensägen-Sache war echt nicht witzig. Da sind wir wieder. Da draußen wird es ziemlich giftig, nicht wahr? Läuft die Nacht so, wie du es gehofft hattest? Alles läuft gut, nein, tut sie nicht. Alles läuft gut. Hm, verstehe. Und glaubst du, diese armen Menschen kriegen, was sie verdienen? Wer sind sie? Was wollen sie? Ich will dir doch helfen. Und dieses Spiel, das du spielst. Dir ist klar, dass es nicht gut für dich ist. Nicht gut für irgendwen. Und ich kann nicht sagen, dass du viel Nächstenliebe zeigst, so wie du spielst. Deine Mutter ist fett. Hast du jetzt vor, dich allein an diesem Komplott zu ergötzen? Ja, ich mache weiter. Glaubst du überhaupt, dass ich echt bin? Sie sind nicht real. Der Kern des Problems, alles läuft darauf hinaus. Kannst du wirklich noch den Unterschied erkennen? Ich darauf antworten? Wenn du wüsstest, Habibi, wenn du wüsstest. Nächste Episode, ja moin. Die ging aber schnell. Tschüss, Jessica. Was ist denn das? Tja, könnte alles Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Viel Spaß. Ich glaube, jetzt spielen wir die mal dann. Oh, das ist Wahnsinn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Ja, das Sanatorium. Ah, jetzt sind wir mit Mike 5-6 Stunden bis zum Morgengrauen. Mikey, Mike. Na komm, Maikonius. Nein, gar nicht gut. Ein Uhr drei, Sanatoriumsgelände. Das ist hier der Bruder der Brüder. Oh Gott. Boah. Na gut. Lass mal hingehen. Lass mal machen. Auf ganz entspannter Basis. Boah, Digga. Erinnert mich so ein bisschen an Resident Evil 4 Musik, Digga, finde ich geil. Finde ich richtig nice. Komm, mache, yo. Hey, jetzt ab geht's, Junge.
Das gute alte Dingens. Das gute alte Sanatorium. Na, Mikey Mike, wie geht's Ihnen? Sind Sie noch am Start? Digga. Kriege bei 3 Likes, Ische. Der ganzen Wölfe, Digga. So, öffne dich, Sesam. Schickes Gebäude, Digga. Das sieht aus wie eine Irrenanstalt, Junge. Als wäre Sir Jigsaw Hurst persönlich auch gewesen. So sieht sie aus. Seine Wölfe. Was zum? Das sind schöne Dinger. Schöne Tiere. Oh, die heißt so. Rocket. Können wir sie aufmachen? Nee. Dann müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Warte, wenn ich jetzt Dings drücke. Aber man sieht doch im Gesicht, wie wir sind. Ehrlichkeit ist 0%. Jess ist ganz oben. Ja, wir sind aber so unehrlich geworden. Na, Mikey Mike. Du alter Hurensohn. Bei 3 Likes, Ische. Was ist das hier? Der Blackwood Pine Sanatorium. Open 1992. Okay, was ist hier? Da gibt's doch bestimmt noch irgendwas zum Verteidigen oder so. Lass mal umgucken, lass mal ein bisschen umgucken. So. Reeds Juck. Kann sich das gerne durchlesen. Ist schon relativ viel Text. Hier ist nichts mehr. Also so lange Sachen will ich nicht lesen, Digga, weil das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist mir zu viel. Ich bin allgemein nicht so der Freund von Lesen, das wisst ihr auch. Was haben wir denn hier? Was ist das? Auch wieder ein Bericht. Auch das hier, wer es lesen möchte. Kann sich das gerne durchlesen. So. Das ist mir zu viel Text, Digga. Ich mag Text nicht. Ihr kennt mich mittlerweile. Ich mag Text wirklich überhaupt nicht. Kreh bei drei Likes. So. Was haben wir denn hier Schönes? Mach mal auf den Hasen. Da ist ein Beil. Ein Hackebeil. Oh Scheiße. Krass. Nimm's mal nach oben. Können wir benutzen vielleicht, um irgendwas zu machen. Aber jetzt gibt's gleich eine Falle, mal gucken, ob wir die umgehen können. Mal gucken, ob wir die umgehen können. Oh Scheiße, die Wölfe.
Nicht gut, gar nicht gut. Überhaupt rein gar nicht gut. Was ist das? Hier auch wieder was zum Lesen? Was ist das? Hörte und andere müssen, andere Schnüffler müssen um jeden Preis ferngehalten werden. Na gut, na gut, na gut, na gut, na gut, na gut. Oh, meine Beine. Alter, ich sitze hier schon seit 3 Stunden, Junge. Das heißt, seit 3 Stunden sitzen. Ich meine, ich habe mich ein bisschen bewegt, ich sitze aber trotzdem. Die Hit der Folge am Stück, das ist auf jeden Fall schon einiges. Ah, das Game ist einfach noch geil. Das Game ist einfach noch geil. Warte mal. Was ist hier drin? Hier ist nix. Warte, muss er seine Finger verlieren, oder? Was ist das? Ich will das nicht nehmen, weil ich weiß, was passiert. Seltsamer Schädel, ja. Soll das ein Witz sein? Ich brauche jetzt deine verdammte Schlüsselkarte. Scheiße, Digga. Aber ich will das nicht nehmen, aber ich glaube, das ist gescriptet. Oder ist das gescriptet? Was bist denn du für ein widerlicher? Boah! Die Schlüsselkarte. Okay, sehen wir mal. Die andere mache ich gar nicht auf. Ich mache das nicht auf. Brauchen wir nicht. Zu viel Neugier ist der Katze tot. Merkt das, Freunde. Die Neugier ist der Katze tot. Das ist ganz wichtig, Freunde. Ein Zitat aus Cry of Fear. Hey, Jache. Hört. Wir haben meine Finger ab. Das vermeide ich natürlich. Oh, ey. Habibi, mach nicht diesen. Lauf, Bruder, lauf. Du hast doch die Machete, vergiss nicht. Scheiße, Mann. Schmetterlingseffekt aktualisiert. Da hinten ist der Exit, ja geil. Okay. Was für ein reizender Psychobau. Es ist halt Sanatorium für ganz kranke Behinderte. Was willst du machen? Wieder Cedar Grove Sanatorium. Okay, ist ja gar nichts mehr. Na gut. Dann drehen wir uns mal. Und gehen mal zurück. Beziehungsweise gehen die Treppe runter. Bats, 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 bats. Vorsichtig, Mikey, ganz vorsichtig. Na gut, jetzt sind wir wieder hier. Aber wir haben eine Schlüsselkarte. Das bedeutet, wir können den Raum jetzt öffnen. Das bedeutet, wir können ihn öffnen. Nimm die mit. Nimm die mit, nimm die mit. Oi! Wir machen mal gar nichts.
Wir machen mal gar nichts. Status-Update. Hilfsbereit, romantisch, erweckt mit der Romantik. Kann ich ihn streicheln? Nein, will er nicht. Guter Boy. Haben wir uns den Hund ein bisschen angenähert. Ich hoffe, er hat uns angegriffen, hätten wir uns erwehren können. Also kriegt er mäßig. So, was haben wir denn hier? Da hinten ist eine Knarre. Da hinten ist eine Knarre. Zieh das weg. Nice. Ja, mit der Pistole. Sehr schön. Können wir immer gebrauchen, auf jeden Fall. Ich hoffe nur, dass Dingens für Jessica geredet haben, auch wenn ich die Schlampe nicht mag, aber trotzdem. Was ist das hier? Er raucht also. Na gut, gönn dir, Bruder. Kann er sich gerne gönnen, wenn hier alles vorbei ist, man kennt ihn. Und? Vielleicht kann ich so ja die Wölfe besänftigen. Ja. Ja. Komm, wir geben ihm einen Knochen. Und dann ist der Junge auch gut. Ich meine, wir haben ihn schon gestreichelt, das bedeutet. Wie ist die Kamera? Wo ist der Hundi? Hallo, Wauwau. Da ist er. Guter Junge. Gut, dann haben wir das geregelt mit dem schönen Wolf. Der ist jetzt auf unserer Seite und falls uns irgendein Vieh angreifen möchte, hilft er uns aus der Patsche hoffentlich. Wie man so schön sagt, der Mann ist, der Menschens bester Freund ist ja der Hund. So, schön aufgeballert und weiter geht's. Weiter geht's. Jetzt hier lang. Wir können ja, glaube ich, nur nach unten, ne? Holla, die Waldfee. Aber schön, schöne Atmosphäre, gefällt mir gut. Ich versuche wirklich jeden, also ich werde es versuchen, alle Charaktere rauszubekommen. Ich kann aber nicht versprechen, dass es klappt. Ich werde es versuchen, weil ich habe die ganzen Lösungen vor mir, wie ich es machen muss. Kann aber auch sein, dass ich halt bei Quicktime-Events versage, was halt vorhin der Fall war kurz. Weil meine Mutter reingeplatzt ist. Aber im Notfall... können wir ja doch neu starten, im letzten Notfall halt. Okay. Was? Sehr schön, Habibi. Geh mal weg von da.
Oh shit. Den hat's erwischt. Aber wir leben hoffentlich noch. Hoffentlich leben wir noch. Schicke Zentrale, sieht aus wie bei mir. Jetzt sind wir mad. Toll. Verschlossen. Scheiße, wer war das? Mann, hier läuft ein echt uncooler Strang. Wie sehe ich aus mit Matt? Gewissen weder witzig noch tapfer, wir sind sehr hilfsbereit. Und sehr ehrlich und romantisch sind wir auch. Ja, hallo. War doch nicht diesen. Das war der Huren, der das gedrückt hat. Unfassbar, dass Josh tot ist. Unfassbar, wie er starb. Nein, ich meine, was, wenn sie sich irren? Was? Vielleicht hätten wir im Schuppen nachsehen sollen, ob es so war. Ach, keine Ahnung. Es gibt Dinge, die... Die ist schon geil, spinnert, die Alte. Ja, stimmt. Aber manche Dinge muss man selbst sehen. Ich glaube, was sie sagen. Die ist wirklich geistig gelähmt, die Frau. Da! Eine Axt! Mir geht's besser mit einer Axt. Wo ist eine Axt? Wo ist eine Axt? Ach, da ist eine Axt! Geil! Wir haben eine Axt. Warte kurz. Wenn wir das Ding aufbrechen, wird er uns hören. Irgendeinen besseren Vorschlag? Keine Ahnung. Vielleicht... Da! Was? Ein Fenster. Ganz toll, Matt. Da passt gerade mal mein Lippenstift durch diesen Schlitz. Nein, komm schon. Du passt niemals dadurch, du Schrank. Emily hindurch helfen. Tür aufbrechen. Ich pass nicht durch, aber du... Bist du irre? Ich zwäng mich doch nicht durch das winzige Loch. Du zwängst dich auch in noch engere Jeans, Em. Wie bitte? Ist dein Talent... Vergiss es, Dummi. Das fällt aus. Außerdem hockt dieser Irre bestimmt direkt dort unter dem Fenster und macht uns dann zu Pina Coladas. Okay. Schön. Auf geht's. Ich werde hacken und werde... Los, mach jetzt! Na gut. Die Schlampe, Digga. Wir werden die nachher fallen lassen, von daher scheißegal. So eine dumme Hure. Was ist passiert? Digga, die haben alles gefickt, glaube ich. Was sollen wir tun? Ich weiß nicht. Status-Update, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, Emily, haben wir ein bisschen Dingens verloren. Demoliert. Ich glaube, da wusste einer genau, was er tut. Aber scheißegal, weil die Madame, die werden wir eh sterben lassen. Was heißt sterben lassen? Wir müssen die fallen lassen, sonst sind wir am Arsch. Ja, das sollten wir wirklich. Was ist das hier? Die, die, die. So grottig. Dann bringen wir die Seilbeine in Gang. Warte mal. Hier, wir brauchen einen Schlüssel. Keine Schlüssel, keine Seilbahn. Also, zurück auf Anfang. Was ist mit dem Feuerwachturm auf der Karte vorhin? Tja. Versuchen. Vielleicht gibt's dort ein Funkgerät oder sowas. Ich meine bestimmt, oder? Wahrscheinlich, ja. Matt, wir müssen zu diesem Funkgerät. Wir brauchen uns das Funkgerät, ja.
nutzen das Funkgerät und rufen Hilfe. Irgendwer empfängt sicher das Signal. Wow, Matt, gute Idee. Funkgerät, sehr schlau. Warum bist du so biestig? Wir sitzen gerade ziemlich in der Scheiße. Wow, Matt, ist gut. So eine dumme Fotze. Noch mehr, jawohl, ich will komplett nach unten. Emily ist halt ein Hurensohn. Toll. Was? Du Slut. Ich hole uns hier raus, Mr. Blödbirne. So eine Schlampe. Vorsichtig, Er hat doch easy springen können, ne? Er friert. So eine Missgestalt. Und wie von Zauberhand. Komm runter, auf diesem Weg kommen wir hier raus. Ja, natürlich kommen wir auf diesem Weg hier raus. Alles klar? Ja, danke. Weißt du, geh doch vor und beschütz mich. So eine Hure. Gleich da. So sieht aus wie eine Comic-Grafik. Meine Knie sind ganz weich. Guck gleich runter. Wow. Okay. Okay. Weiche Knie, da weißt du Bescheid. Zum Glück ist das vorbei. Ja, aber echt. Na gut, ab geht der Junge. Ab geht der Junge. Ab geht, ab geht, ab geht. Hey. Können wir ja runterklettern. Wo runterklettern? Den Berg. Ist das dein Ernst? Wo ist das Problem, Miss? So eine Missgeburt. In einem Flugzeug. Ist fast dasselbe. Es ist stockdunkel. Hey, vielleicht müssen wir ja gar nicht. Glaubst du, der Psychopath gibt einfach auf und haut ab? Nein. Aber suchen wir uns doch ein Versteck. Oder warten ab. Und bis morgen früh finden wir bestimmt eine Lösung. Wir verstecken uns nicht in der Lodge. Das erwartet er nämlich von uns. Ja, der erwartet einiges. Einiges auch nicht. Aber auch einiges. Leihweltfee, meine Mutter ist fett. Gleich müsste ein Reh oder so kommen. Was ist das hier? Ein Totem. Ja, ich höre die Rehe schon. Ein weißes. Okay, die zwei werden überlegen. Glückstotem. Huans. Grüße, Huans. Was ist das hier? Oh, Scheiße. Ah, nicht gut. Gar nicht gut. Oh, shit. Oh, das hört sich gut an. Oh nein. Scheiße! Shit! Not good, bruh. Not good. That's not good, my brother. Bonjour, Samantha. Die chillt in der Badewanne. Oh mein Gott. Oh-oh.
Nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. Oh shit. Hallo? Leute? Was treibt ihr da draußen? Not good, bruh, not good, not good. Gar nicht gut, überhaupt nicht gut, rein gar nicht gut. Überhaupt nicht null, gar nicht null gut. Die Madame ist nackt. Sam Washington Lodge. 1:11 Uhr, ja geil. So aus, meine Liebe, was geht ab? Wir sind jetzt, die Madame ist komplett nackig und... Warte mal. Was ist hier? Weil meine Klamotten, wirklich? Wer auch immer das war, bekommt von mir kein Weihnachtsgeschenk. Wirklich nicht cool, Leute. Überhaupt nicht cool. Geil. Chris? Geil, geil, geil. Josh? Was zum Henker? Ja, ein großer Henker. Ein ganz großer Henker, aber nach ihm. Scheiße, Bro. Oh mein Gott, Alter. Ich wusste, dass das kommt. Aber gut, Freunde, dann würde ich sagen, wir machen hier mal einen Cut. Wir sind gerade mit Sam unterwegs und ist auf jeden Fall sehr spannend. Wir sind jetzt aber schon leider beim Zeitlimit angekommen, 59 Minuten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann schaltet doch in der nächsten Folge ein, dann sehen wir, wie es weitergeht in Until Dawn. Bis dann, checkt die mit zum Fiktioden. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Haut rein!